Es geht um die Impfung, die für die 5- bis 12-Jährigen. Sie ist sozusagen gerade in der Mache. Für Dezember wird damit gerechnet, dass sie zur Verfügung steht. 300 freiwillige Studienteilnehmer heißt es. Welches Kind hat diese Freiheit, dies selbst zu entscheiden, dort mitzumachen? Welch ein Irrsinn! Denn wir haben das gleiche Studiendesign, den kleinen geheimen Trick, wie bei der ersten Studie von BioNTech letztes Jahr. Es gibt eine Impf- und eine Placebo-Gruppe. Wenn wir Placebo hören, was denken wir dann? Richtig, es wird ein Stoff verabreicht, der keine wirksamen Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel physiologische Kochsalzlösung. Weit gefehlt in diesem Fall. Das Placebo hier ist eine Meningokokkenimpfung. Das ist ganz klar kein Placebo. Der Trick dabei, eine Meningokokkenimpfung hat erfahrungsgemäß eine hohe Rate an direkten, fiebrigen, grippalen Symptomen als Erstreaktion. Da man aus anderen Studien weiß, dass dieses bei der Verabreichung der mRNA nicht der Fall ist, errechnet sich daraus die viel erwähnte und beschworene Wirksamkeit von 90-95% per mRNA-Impfung. So entstehen nun die sogenannten Impfungen für die Kleinen. Es ist ganz klar ein Verbrechen, besonders diesen Kindern gegenüber, deren Immunsystem noch nicht ausgereift ist, die diese Attacke auf ihre Abwehr möglicherweise nicht überstehen. Ein großes Entsetzen bereitet sich ein weiteres Mal in mir aus. Ist bis jetzt in diesen beinahe 2 Jahren den Kindern nicht schon genug geschehen? Die Bedrohung unserer Kinder auf jeder Ebene ihres Seins, der physischen, emotionalen, geistigen und seelischen Ebene? Ich bin Ärztin. Ich habe wie alle meine Kollegen das ärztliche Gelöbnis abgelegt, in dem auch der Hauptsatz des hippokratischen Eides enthalten ist. Zuallererst nicht schaden. Ich fordere alle meine ärztlichen Kollegen auf, in sich zu gehen, sich nochmal und nochmal zu fragen, ob es tatsächlich auf der Basis unseres Gelöbnisses ist, was wir hier tun. Ob wir alles unternommen haben, unsere Patienten zu schützen. Ob wir alles unternommen haben, ihnen aufzuzeigen, auf welch vielfältige Weise wir das Immunsystem jeder selbst fördern können, mit einfachen und doch wirksamen Maßnahmen. Und egal, ob wir Arzt, Eltern, Lehrer oder in anderen Positionen sind. Viele von uns sind verzweifelt, ratlos, mutlos, mit Wut und Empörung und zuweilen Hass auf die, die nichts verstehen, alles mitmachen, immer noch. Und dies auf dem Rücken der Kinder, ihrer Kinder und unserer Kinder. Wir sind immer öfter in einer Schockstarre, ein Klagen über die Zustände, ein Klagen über das Leid der Kinder, hilft uns aber nicht weiter, vor allem nicht den Kindern. In den Telegram-Kanälen im stundenlangen Surfen nach der erlösenden Botschaft zu suchen von jemandem oder einer Gruppe, die es geschafft haben, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Diesen jemand gibt es nicht. Klagen hilft nicht weiter, sondern nur ins Tun, ins Handeln kommen.
Jeder mit seinem Beruf, mit seiner Berufung, jeder mit seinen Fähigkeiten, jeder mit seinem Hinstehen für seine inneren Werte. Unsere Aufmerksamkeit sollte nicht länger bei dem sein, was andere tun oder nicht tun, wo die anderen stehen oder nicht stehen. Wir sind in einer Zeit angelangt, wo wir begreifen dürfen, dass es die Hinwendung zu unseren inneren Potenzialen braucht, um aus diesem inneren Raum heraus ins Handeln und Tun zu kommen, weg von der Verzweiflung und der Angst, in die Verbindung, Vernetzung mit denen zu gehen, die sich auch auf den anderen neuen Weg gemacht haben. Unsere Aufgabe ist es, alles dafür einzusetzen, uns um unser Inneres und unsere Seele zu kümmern. Denn hier und nur hier finden wir die Lösungen, finden wir die Kraft und die Ideen, ins Tun und ins Handeln zu kommen. Und es ist nicht verschiebbar für keinen von uns, dieser Schritt zurück nach innen, immer mehr, immer öfter in unserem Tagesablauf, ein paar Minuten still, dem Atem lauschen, eine Meditation, eine ruhige Musik hören, die unser Herz berührt, mit anderen zusammen singen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, beständig dieses Zurücksinken nach innen zu üben. Es schenkt uns einen Zugang zu dem unendlichen kreativen Potenzial unserer Seele. Daraus entstehen völlig andere, neue, unkonventionelle, sinnvollere Möglichkeiten des Umgangs mit dieser scheinbar aussichtslosen Situation unserer Menschheit. Aus der Gelassenheit und Ruhe unseres inneren Raumes entsteht unser Wissen, wo wir wirklich gebraucht werden, wo wir aktiv werden und unser Tun mit den Handlungen all der anderen zusammenfügen zu einem größeren Sein, zu einer wirklichen neuen Gemeinschaft. Aus dem Wissen, wer wir wirklich sind, in unserer Tiefe hören wir auf mit Klagen. Aus dem Wissen, wer wir wirklich sind, erwächst die Liebe zu dem, was wir tun, die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe und Fürsorge für unsere Kinder. Eine indianische Weisheit spricht: Die Anweisungen des Schöpfers sind niedergeschrieben in unseren Herzen und Gedanken, sind niedergeschrieben in den heiligen Schriften der Natur, die jeder für sich selbst täglich lesen kann, tagtäglich in den kleinen Geschöpfen, in den Gräsern und den Bäumen, in allen wachsenden und vergehenden Dingen, in Wind und Donner und Regen, in den Meeren, Seen und Flüssen, in Gebirgen, Felsen und Sand, in der gewaltigen Kraft der Sonne und im Zauber des Mondes, in den Geheimnissen der Sterne. All diese Wesen des Kosmos sind unsere Wesen, Lehrer und Begleiter. Vielen Dank.